Lotusblume. Ja, Vater. Das war wieder ein langer Arbeitstag. Du bist müde. Ich könnte eine Woche lang schlafen. Schmeckt dir der Reis nicht? Du hast gut gekocht, wie immer. Es war nicht mehr viel Fleisch in der Kammer, aber ich habe die besten Gewürze genommen. Die Mutter hat dich alle Künste des Hauses gelehrt. Würde sie noch leben, müsstest du nicht so viel arbeiten. Arbeit macht mir nichts aus. Aber so kann es nicht weitergehen. Eines Tages wirst du aus dem Hause sein. Dann habe ich niemand, der für mich den Reis kocht. Ich werde bei dir bleiben. Gib kein so leichtfertiges Versprechen. Machst du deine Augen nicht auf, wenn du durch die Straßen gehst? Die jungen Männer blicken dir nach. Bald wirst du einem folgen. Du machst mich verlegen. Hör auf mit dem Gerede und lass dir den Reis schmecken. Dann ruh dich aus. Später können wir wieder miteinander plaudern. Hast du Lotusblume gesehen? Immer Lotusblume. Als gäbe es kein anderes Mädchen im Dorf. Sie ist auch nicht anders als die anderen Mädchen. Nein, sie ist anders. Sie ist schöner und fleißiger und pünktlicher. Und. Schluss damit. Das sagst du nur, weil sie deinen Sohn nicht beachtet. Oh, mein Sohn, der ist stark. Der kann einen ganzen Baumstamm alleine hochheben. Und mein Sohn weiß, wie man sich vornehm anzieht. Lotusblume hat ihn angesehen. Ich sage dir, sie hat ihn angesehen. Du lügst, nichts hat sie. Lotusblume muss arbeiten. Sie hat keine Zeit, deinen vornehmen Schlingel anzusehen. Was sagst du? Schlingel? Schlingel, sagst du? Das sollst du büßen. Es hilft dir die Ochsenstärke deines Grupplings. Soll er doch zwei Baumstämme heben. Nie wird ihn ein Mädchen wie Lotusblume ansehen. Da! Da schau hin! Herr Taizo hat eine Bekanntschaft gemacht. Der Vater von Lotusblume, was sehen meine alten Augen? Er macht dir den Hof. Herr Taizo geht auf Freiersfüßen. Welch eine Neuigkeit. Das muss ich meinem Sohn sagen. Ich werde wieder heiraten, Lotusblume. Ich bin traurig. Fliederblüte, warte draußen vor der Türe. Ich will keine neue Frau für dich. Kann ich nicht kochen, dir das Haus sauber halten? Ich habe alles getan in den letzten Jahren. Sie wird dir eine gute Mutter sein. Ich will keine neue Mutter. Ich habe mich entschieden. Vater, du wirst mich alleine lassen. Fliederblüte, komm herein. Seit über einem Jahr ist Vater Taizo nun mit Fliederblüte verheiratet. Er scheint sich wohl zu fühlen. Ich habe ihn gestern gesehen. Fröhlich pfeifend ging er zur Arbeit. Aber Lotusblume hat schon einen gebeugten Rücken bekommen. So viel muss sie arbeiten. Frau Fliederblüte nimmt keinen Besen in die Hand, um die Stube auszufegen. Und der Vater hat nur noch Augen für sein jüngstes Kind. Und um Lotusblume kümmert er sich überhaupt nicht mehr. Ja, ja. So schnell vergessen ist Lotusblumes Mutter. Ein neues Gesicht. Der Alte verliebt sich und wirft, was er bisher geschätzt hat, von sich. Ach, die Männer. Oh, wenn meiner so wäre. Ich würde ihm nach meinem Tod jede Nacht als Geist erscheinen und ihn erschrecken. Und Lotusblume, hat sie deinen Sohn wieder angesehen? Ach, halt deinen Mund, ich will nicht von Lotusblume reden. Du bist immer noch nicht fertig mit der Arbeit?
Ich arbeite seit Sonnenaufgang. Die Erde ist trocken und hart. Mir tun die Arme weh. Glaubst du, wir könnten uns einen Knecht leisten? Dein Vater muss für mich, meine Tochter und dich sorgen. Da ist es nur recht, dass du deine jungen Glieder ein wenig regst. Bei keinem der Nachbarn müssen die Mädchen so lange auf dem Feld arbeiten. Was? Du bist mit deiner Arbeit nicht zufrieden? Früher musste ich nur im Hause arbeiten. Früher, früher, immer früher. Was geht mich früher an? Jetzt bin ich die Herrin im Haus. Und du hast zu tun, was ich sage. Ich bin müde und habe Hunger. Wer nicht genug gearbeitet hat, soll auch nicht essen. Ab heute bekommst du kein Fleisch mehr in den Reis. Ich muss jetzt zurück ins Haus. Du hackst weiter auf dem Feld bis zum Abend. Zum Essen bekommst du, was übrig bleibt. Faulpelze schlafen, bis ihnen die Sonne den Schlaf aus den Augen sticht. Ich kann keinen Siebenschläfer im Haus gebrauchen. Es ist kalt im Zimmer. Ich möchte noch schlafen. Eine halbe Stunde nur. Ich bin müde vom gestrigen Tag. Weil du faul gewesen bist. Der Fleißige ist nicht müde. Mutter, du hast mir befohlen, die Steine aus dem Feld zu räumen. Dann musste ich Holz zusammentragen. War das nicht genug? 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 Warum frierst du? Warum musstest du Holz zusammentragen? Weil der Winter vor der Türe steht. Ja, ich habe alles getan, was du verlangtest. Nicht genug. Nicht genug. Ich werde dir zeigen, was es heißt in diesem Hause, dass mein Haus ist, zu arbeiten. Ich habe... Puh, ist das kalt hier. Zünde doch das Feuer an. Feg die Stube sauber, spute dich. Denn in der Nacht ist Schnee gefallen. Und jetzt will ich Kiefernpilze haben. Du wirst in den Wald hinausgehen und mir Pilze bringen. Kiefernpilze gibt es nur zur großen Regenzeit. Sie wachsen nicht im Winter. Der Schnee lässt doch alles erfrieren. Ich will Kiefernpilze jetzt, nicht in der Regenzeit, hörst du? Jetzt! Und du wirst aufstehen, den Korb nehmen und dich in den Wald aufmachen. Ich werde erfrieren. Es ist so kalt draußen. Du musst nur laufen. Du musst dich nur rasch bücken und wieder bücken. Dann wird dir warm werden. Oh, ich habe solchen Appetit auf Kiefernpilze. Ich habe noch nichts getrunken und nichts gegessen. Du kannst essen, wenn du gearbeitet, wenn du Kiefernpilze gefunden hast. Da. Nimm den Korb und hinaus jetzt mit dir. Mach keine so großen Augen. Ich habe gesagt, hinaus. Hast du nicht verstanden? Wohin der Weg geht, weiß ich nicht mehr. Ich will hier bleiben. Nach Hause kann ich sowieso nicht. Die Stiefmutter würde mich schelten. Ich habe ja keine Pilze gefunden. Pilze im Schnee.
Sie wollte, dass ich erfriere. Still. Still. Sonst hören mich die Tiere. Oh, wie die Nacht hier draußen voller Stimmen ist. So habe ich sie noch nie gehört. Auch der Wind hat eine Stimme. Ach, könnte er nur meine Verzweiflung sehen und hören und sie zu meiner toten Mutter tragen. Wenn sie mich hören könnte, sie würde mir helfen. Helfen nicht die guten Geister der Toten, den Lebenden. Verehren wir nicht deshalb die Toten. Da, der Mond, schaut er mich nicht an wie das gute, runde Gesicht meiner Mutter. Mutter, siehst du mich nicht? Was war das? Ein Tier. Hier ist ein Tier. Ich habe Angst. Mutter, wo bist du? Hilf mir. Ich habe Angst. Mutter, ein Wolf. Mutter, der Wolf kommt in die Höhle. Nein, nein, Wolf, du darfst mir nichts tun. Der Schnee ist weg. Wo bin ich? Und ich bin nicht allein. Ich heiße Weidenjunge. Und du? Ich bin Lotusblume. Komm doch näher. Kennst du dich hier aus? Hier bin ich zu Hause. Bei mir gibt's nur Freude und Heiterkeit. Sieh dich um. Die Vögel spielen mit den Katzen. Die Bären lassen sich von den Schafen beschnuppern. Und der Duft der Blumen zieht über alle Wiesen. Der Sommer hört nie auf hier. Und wenn du willst, zeige ich dir einen Wasserfall, der über die Felsen niederstürzt und in der Sonne glänzt, als sei er ganz aus Silber. Lieber Fremder, ich bin froh, in diesem Zaubergarten zu sein. Aber ich habe keine Zeit, mir den Silberwasserfall anzusehen. Denn ich muss meiner Stiefmutter diesen Korb voll mit Kiefernpilzen bringen. Und draußen war nur Schnee. Da gibt es doch keine Kiefernpilze. Ob ich sie hier bei dir finde? Und der Wolf hat mich so erschreckt, dass mein Herz beinahe stehen geblieben wäre. Ich werde die Pilze holen. Das willst du tun? Für mich? Das geht doch gar nicht. Leg dich schlafen. Schau, was ich gebracht habe. Ich will noch einmal die Blumen und die Schmetterlinge sehen. Ich war in einem Garten, den man nur träumen kann. Und jetzt ist dein Garten wie mein Traumgarten. Und du hast Pilze mitgebracht. Oh, da wird sich die Stiefmutter wundern. Du willst schon gehen? Es ist sicher schon spät geworden. Mein Vater wird sich ängstigen.
Oh, könnte ich doch hier bleiben. Du kannst wiederkommen. Aber erzähle niemand, dass du hier gewesen bist. Wie soll ich wieder zu dir kommen? Du wirst wieder vor dem Steintor in der Felsspalte stehen. Wenn du in meinen Garten willst, sag: Herr vom Weidenbaum. Herr vom Weidenbaum? Schaffe mir den Raum. Mach auf den Garten. Mach auf den Garten? Lass mich nicht warten. Lass die Lotusblume ein. Sie will im Blumengarten sein. Mhm. Und wenn du so gesprochen hast, wird sich das Tor von selbst öffnen. Danke, lieber Weidenjunge. Ich werde den Vers gut behalten. Du darfst ihn niemandem weitersagen. Nein, nein, ich werde stummer sein als ein Fisch. Aber sag, wie finde ich den Weg zurück zur Hütte meines Vaters? Deine Mutter wird dir den Weg zeigen. Sie ist wie eine Stimme in dir. Du kannst nicht einen Schritt vom Weg abkommen. Hör auf die Stimme, die in dir ist. Und wenn du willst, komm wieder. Komm wieder. Hat dir die Pilze gegeben. Jetzt im Winter gibt es keine Kiefernpilze. Du hast mich nach Kiefernpilzen geschickt und ich habe sie dir gebracht. Glaubst du nicht, dass sie frisch sind? Ich will wissen, wo du die Pilze gefunden hast. Was? Du bleibst stumm. Störrisch wie immer. Gut, dann wirst du mir morgen wieder Pilze bringen. Und jetzt kannst du den trockenen Reis essen, der übrig geblieben ist. Ach, ich habe keinen Hunger. Ich habe schon gegessen. Du machst dich lustig über mich. Aber warte, dir werde ich's zeigen. Auch dir komme ich auf die Spur. Morgen werde ich ihr heimlich folgen. Dann erfahre ich, woher sie die Pilze hat. Weidenbaum, schaffe mir den Raum, mach auf den Garten, lass mich nicht warten, lass die Lotusblume ein, sie will im Blumengarten sein. Zauberei also, alles Zauberei. Ich rieche den Zauber. Ich rieche die Hexerei. Sie ist eine Hexe. Eine Hexe. Aber ich werde ihr die Hexerei austreiben. Bring die Kiefernpilze nach Hause. Aber nimm auch diese 3 Arzneifläschchen. Und hüte sie sorgfältig. Trag sie immer bei dir. Das Mittel im weißen Fläschchen ist eine Arznei, die das Fleisch wieder an die Knochen bringt. Die Arznei im roten Fläschchen macht das Fleisch wieder rot und lebendig. Und die Arznei im blauen Fläschchen haucht dem Toten wieder den Atem des Lebens ein. Ich weiß zwar nicht, wozu ich deine Arzneien brauchen werde, aber da du sie mir gibst, nehme ich sie gerne mit. Wirst du wiederkommen? Gerne. Wenn ich dich anschaue,
ist es mir ganz warm ums Herz. Ich kann alle Schrecken vergessen. Mir ist es, als schlüpfe ich unter ein warmes Gefieder und niemand dürfte mehr böse sein zu mir. Mir ist, als sei meine Mutter wiedergekommen. Habe ich dich lieb gewonnen? Du bist eine der schönsten Blüten in diesem Garten. Lotusblume. Schau, alle anderen Blumen haben dich angesehen. Kommst du endlich? Jetzt weiß ich Bescheid. Du triffst dich heimlich mit einem jungen Mann. Er wohnt hinter dem Steintor. So eine Schande für eine ehrbare Familie. Die Hexe trifft sich mit dem Zauberer. Ich werde dir die Zauberei aus dem Leib prügeln. Und dann werde ich selbst nachsehen, was es auf sich hat mit dem Steintor und dem Garten. Oh. Nicht warten. Lass die Lotusblume ein. Sie will im Blumengarten sein. Ist das Hexenblut ausgetrocknet? Oh. Ist das Hexenblut noch wach? Geh, geh, wenn du zweimal im Schnee Pilze gefunden hast, wirst du sie auch zum dritten Mal finden. Herr vom Weidenbaum, schaffe mir den Raum. Mach auf den Garten, lass mich nicht warten. Lass die Lotusblume ein. Sie will im Blumengarten sein. Ich habe das Unglück im Auge der Stiefmutter gesehen. Was hat sie getan? Was hat sie bloß getan? Mutter, Mutter, gib mir Kraft, dass ich den Stein bewege. Gib mir deine Kraft. Mach mich stark. So, so, noch ein kleiner Spalt. Dann kann ich ihn durchschlüpfen. Weidenjunge! Weidenjunge! Sie hat alles niedergebrannt. Die Blumen, die Hütte. Da, da, ich sehe in der Asche die Knochen. Weidenjunge, Weidenjunge, sie hat dich umgebracht. Jetzt will auch ich nicht mehr leben. Doch halt, du hast mir die Arzneifläschchen gegeben. Jetzt kann ich sie gebrauchen. Oh, dank dir für dieses Geschenk des Himmels. Ich will die himmlischen Arzneien auf dich aussprengen und du sollst wieder leben. Bein zu Bein, so wie sie zueinander gehören. Blut zu Blut. So wie es fließt im Körper der Menschen. Und Atem zu Atem, so wie er eingeht und ausgeht im Körper der Menschen. Du lebst! Oh, ich
möchte dich umarmen. Ich möchte mit dir tanzen. Ich will nicht mehr zurück zur Stiefmutter. Jetzt bleibe ich bei dir. Und wir werden alle Blumen wieder aufrichten und die Hütte wieder aufbauen. Und wir werden uns lieb haben, so wie noch niemand sich lieb gehabt hat. Lotusblume, willst du nicht zu deiner Mutter zurück? Zu meiner toten Mutter? Ja, gerne, wenn du mitkommst. Der Herr des Himmels und deine Mutter haben mich dir zu Hilfe geschickt, als dich der Wolf bedrohte. Mit Erlaubnis des Himmelsherrn habe ich dich gerettet. Du sollst nicht mehr zu der bösen Frau zurückkehren. Sie wird an ihrer Bosheit noch ersticken. Ich soll dich zu deiner Mutter in das Reich des Himmelsherrn führen. Und es ist von lange her bestimmt, dass wir dort als Mann und Frau miteinander leben.